Ja, moin Sie, hier ist Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp. Oh Sie, was ist das eine Kälte? Erst in Dezember und Januar, kein Winter. An einem Sonntag habe ich sogar schon eine neue Hollywood-Schaukel auf der Terrasse aufgebaut. Und jetzt das eises Kälte. Weil Öl ja so teuer ist, habe ich die Heizung diesen Winter erst gar nicht angestellt. Wir hatten ja noch Brennholz von diesem Kyrillsturm 2007 übrig, aber das ist jetzt aufgebraucht. Deswegen wollte ich dann auch gestern eine Ölheizung anschmeißen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Erna, dann haben wir sogar wieder warm Wasser in Haus. Und dann das. Die Leitungen sind eingefroren, die Heizung springt nicht an. Nun sitzen wir im kalten Haus und müssen mit meiner Frau ihre Heizdecke vor der letzten Kaffeefahrt und den Backofen in der Küche der Wohnung warm halten. Aber dann hatte ich gestern die Idee. Ich sagte, Erna, wir gehen in den Wald mit der Motorsäge, die du mir zu Weihnachten geschenkt hast, und dann sägen wir uns was für einen Kamin zurecht. Ist das nicht verboten, Heinrich? Musste ich mir schon wieder anhören lassen. Aber wenn es kalt in der Bude ist, dann kann ich auf sowas keine Rücksicht nehmen. Ich hatte mir schnell eine trockene Kiefer in den Wald von 17, 18 Meter Höhe ausgesucht, angesägt, Baum fällt, kommt der Förster vorbei. Das wäre Brennholzdiebstahl, musste ich mir sagen lassen, wie so ein kleiner Schuljunge, der Apple aus Nachbarsgarten klaut. Wir sägen doch kein Brennholz, habe ich mich gerechtfertigt. Wir sammeln Holz für die Kühe, die haben Hunger. Die fressen doch kein Holz, meinte der Förster. Doch, meinte ich wieder. Und wenn nicht, fragte der Förster. Naja, sag ich, dann müssen wir es wohl leider verheizen.